So, guten Morgen. Ich grüße mal alle Fans der Fränkischen Illustrierte und des fränkischen Radiosenders Radio Etwashausen natürlich. Wir sind heute mal in Hetzfeld. Hetzfeld für die Nicht-Würzburger, Heidingsfeld, der Ortsteil von Würzburg. Und wir besuchen heute mal den Bäcker Roth in der Bäckerei Roth in Hetzfeld, in Heidingsfeld. Und es soll ein Natur-Pur-Bäcker sein. Und da werden wir uns jetzt einmal davon überzeugen. So, Bäckerei Kaffee-Weinstube, hört sich schon mal gut an. Da gehen wir mal rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte mal zum Herrn Roth in die Backstube. Das ist ja dunkel, oder? Da sind wir jetzt schon mal beim Plätzles backen. Wunderbar. Was sind das? Vanillekipfli? Genau. Sehr schön. Ja, ein Haufen Mandeln drin. Wie ihr das gehört? Gell, ihr müsst alles, jedes einzelne mit der Hand machen. Ja, so ist das. Das ist halt eine Mordsarbeit. Ne? Da gibt es noch eine Kühlmaschine für. Nee. Ja, die Leute, wenn sie selber nichts mehr backen, dann müssen sie es halt bei euch kaufen. Ne? Aber ihr macht ja das hervorragend, nach Originalrezepten, oder? Ja. Sehr schön. Da sind wir jetzt da in der Plätzlersbackstube. Da gehen wir jetzt einmal rüber zum Chef. Hoi, das sieht aber toll aus. Gut, ne? Hei, ja. Da ist halt die Weihnachtszeit. Da gehen wir mal in einer Backstube und gucken mal da, was los ist. Und da ist der Chef. Jetzt gehen wir mal zum Chef hinter. Ja, der muss scharf, guck mal. Und hat auch einen schönen Teich da drin. Herr Roth, was ist das? Für Rebknotzbrötchen. Für? Rebknotz heißen die bei uns. Rebknotz? Ja, vom Weinstock. Habt ihr Wein? Ja. Einmalig. Und ihr habt, ich habe es bei euch auf der Internetseite gelesen, ihr habt Natur pur. Das heißt, Rohstoffe aus der Region? Sofern möglich. Alle sofern möglich, ja. Alle gehen ja nicht. Aber ihr habt jetzt keine chemischen, künstlichen Backtreibmittel. Nee. Das lasst ihr alles weg. Ja. Na? Okay. So. Jetzt mach ich. Geschwefel oder sonst was einkauft. Ja. Und nur, dass das dann wieder Bio ist und irgendwo ganz ohne aus Italien kommt oder gar aus China. Ja, einfach nicht so drin. Nein, muss man jetzt auch nicht, muss wir ich sagen. So. Wir haben jetzt auch für nächstes Jahr, wir sind ja heuer bei diesem Wasserschutzbrot dabei und wir haben uns jetzt auch für nächstes Jahr direkt bei Reichenberg einen Acker, ja, nur für uns angebaut wird, wo entsprechend ja die Düngung dann weggelassen wird und wo er speziell nur für uns ist, wo zu meiner Mühle fährt. Ja. Das habe ich jetzt heuer noch nicht gekriegt, aber für die nächste Getreideernte ist es jetzt schon ausgezählt. Sehr schön. Und so ist halt die Denkweise. Ne? Kein fertig verpackte, begaste Fleischprodukte kaufen. Ja. Kein Aromen. Das war in der Konditorei im Übrigen das Schwierigste. Keine künstlichen Treibmittel, keine künstlichen Aromastoffe. Das sind so die Triebmittel auf die Netzach, weil der Backpulver ist. Ja, das stimmt. Ne? Aber ich meine, wenn, wenn man mal die Zutatenliste bei den Industriebäckern liest, da klebst du schon beim Lesen einen Darm zu. Also, ich habe bei mir, wenn einer die Deklaration sehen will, ja, ich mache auch eine Volldeklaration. Also, ja, ich lobe wirklich alles aus von A bis Z, was nahe kommt und tue es nicht irgendwo zwischendrin aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Bestimmungen. Ja. Abkürz, was man ja machen könnte. So ist es. Also ein traditionelles, echtes Handwerk, genau, kann man einfach sagen. Ja. Und ich habe gesehen, habt ihr so viele Lehrlinge auch? Wir haben heuer
bisschen Glück gehabt auch. Und ja. Sagen, braucht man auch. Viele wundert es immer, wenn sie vorne einen Laden sehen, sagen sie, relativ kleiner Betrieb und so ist es ja auch. Ja. Aber eben durch die traditionelle Heuerstellung sind es halt auch 1000 kleine Handgriffe. Ja. Ne? Wir haben ja keine Filiale und nichts, aber gerade eben, wie gesagt, durch die traditionelle Herstellung brauchen wir halt relativ viele Leute in der Produktion. Und wo kommen Ihre Kunden her? Würzburg hauptsächlich? Oder also lebt ihr nur vor die Hetzfelder? In erster Linie Heidingsfeld, Heutlof, ja. Und es geht aber auch, möchte ich sagen, 15, 20 Kilometer teilweise. Also gibt es auch Kunden, die gezielt zu euch kommen? Wir haben Magelzeug haben, Fahrzeug haben, haben wir ja. Welche, wo dann doch schon wirklich ein Stück hat. Was ist denn euer Spezialität? Versbach drüben. Was ist denn euer Spezialität? Der Rebknatz da, der wird sehr gelobt. Also wie heißt das noch einmal? Rebknatzbrötchen dann, mit Nüssen und Mandeln drin. Nüssen, Mandeln? Der Bauernleib kommt aber sehr keine gut Rosinen? Nee. Das sind jetzt Brötchen, ne? Ja, das gibt Brötchen. Gell, das muss schnell gehen. Ja, Bäcker muss immer wenn schneller sein, wie die Hefe wohl da ist. Ja. Und die werden auch? Von Bratwurst bis Kaiserschmarrn, aber halt alles, was direkt zubereitet wird. In der Weinstube auch mit dem Bio-Gedanken oder mit dem Nachhaltigkeitsgedanken Speisen zubereitet? Ja, nichts kein Kamin jetzt vorher eingekauft wird, dass es im Koch oder in der Küche leicht der Fall wird, sondern einfach direkt zubereitet, wie man es halt kennt. Also da seid ihr noch ein richtiger traditioneller Betrieb, auch in der Weinstube. Ja. Und hat jetzt die Weinstube was mit der alten Beck-Tradition zu tun? Im Endeffekt ja, weil wir eigentlich aus meiner Sicht eigentlich der letzte ursprüngliche richtige, also wir haben Beck. Den Namen nicht gehabt, aber vom Grundgedanken her war das ja ein Speiselokal neben einer Backstube und wir sind eigentlich die einzigsten in Würzburg, wo es das noch gibt, sonst ist ja nur noch der Name da. Ja. Und die Backstube oder das Weinlokal in dem Sinn nicht mehr in Verbindung miteinander vorhanden. Ja, ich meine, dazu muss man natürlich auch wissen, was der Beck in Unterfranken bedeutet. Ne? Die meisten wissen das ja gar nicht, dass viele Weinstuben mit der Endung Beck enden, weil das früher so war, dass die armen Winzer, die nicht in großen Fässern abfüllen konnten, sich mit den Bäckern zusammengeschlossen haben. Es gab sehr viele arme Bäcker. Das war im 19. Jahrhundert. Und dann hat man den Bäckern erlaubt, offenen Wein auszuschenken. Und es war ganz witzig, weil die Backstube war warm, die Leute waren arm, die sind früher im Fünfer, bevor die auf der Arbeit sind, haben die einen Schoppen getrunken. Und, da, und so haben viele Bäcker, und so haben viele Bäcker dann Wein mit ausgeschenkt und so ist der Name Beck, also Sternbeck ist ein bekannt, Maul auf dem Beck, ne, dass in den Backstuben Wein ausgeschenkt wurde. Das ist eigentlich in Würzburg entstanden, das wissen ja die wenigsten. Und dass die Leute ihr Speisen selber mitbringen richtig können. Die wollten da auch noch, der ein oder andere bringt es uns heute auch noch selber mit. Außer das Brot natürlich. Ja. Und tut natürlich nur sein Shoppen oder was er halt so bringt will. Die flüssige Verpflegung kriegt er dann dazu und das andere hat er selber dabei. Also ich gucke jetzt einmal nach der Weinstube und ein Café. Ich komme gleich wieder, ne? Jawohl. Aha, ja. Es ist wirklich ein traditionelles Haus mit samt der Weinstube. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich da rauskomme. Irgendwo wird schon rausgehen. Aha, da geht's raus. Aha, und da wird schon dekoriert. Für Weihnachten oder für Fasching? Was dekoriert denn da? Für Weihnachten. Sehr schön. Oh, ist das eine schöne Weinstube. Guck ne. Das ist halt eine traditionelle Wein. Also hinten sehr schöne Weinstube. Sind Sie die Chefin? Nein. Ich bin die Bedienung. Aha. Die Chefin ist beim Arzt mit ihrer Tochter. Und wie lange bedienen Sie schon da? Ich 5 Jahre. 5 Jahre, aha. Jetzt gucken wir uns einmal die Weinstube an. Da sitzt natürlich jetzt in der Früh keiner mehr. Nein. Ja, und da hinten ist auch noch schön. Schöne, gemütliche Weinstube. Das ist einmal. Und da vorne haben wir dann das Café ein wenig moderner. Also für Hetzfeld, muss ich sagen, ist das schon sehr schön. Ja, hätte ich nicht erwartet. So kann man sich täuschen, ne? Jawohl.